So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen mal wieder eine Gear-Review. Ihr seht, ich hocke hier unterm Netz. Um dasselbe soll es auch gehen. Das ist ein Mückennetz von The Friendly Swede. Spricht man das so aus? Also Schwede, der freundliche Schwede zu Deutsch. Und jedenfalls, da habe ich das Ding her. Und das habe ich jetzt ein paar Mal im Einsatz gehabt und muss sagen, da bin ich doch recht glücklich und zufrieden mit. Gibt ein paar kleine Anmerkungen, die ich dazu noch machen möchte. Würde euch auch gerne noch ein paar kleine Details dazu zeigen und warum ich das für sehr, sehr nützlich und empfehlenswert erachte. Ist auch nicht teuer. Ich glaube so irgendwas um die 25 Euro plus minus. Das ist für Mückennetzgewebe durchaus ein ganz guter Preis. So günstig ist das nämlich gar nicht, wie man vielleicht, also in der Herstellung, wie man glauben würde. Also wenn man Mückennetzgewebe unverarbeitet irgendwo käuflich erwerben möchte, dann kostet das auch tatsächlich nicht viel weniger als das fertig verarbeitete Produkt, schon entsprechend zugeschnitten mit ein paar kleinen Goodies ausgestattet, was man hier käuflich erwerben kann. Also das ist schon ziemlich für meinen Geschmack, also nach meiner Wahrnehmung, ordentlicher Preis. So, ich möchte trotzdem schnell erzählen, warum ich jetzt da auf dieses Ding gekommen bin. Und wenn es komische Geräusche macht, dann ist das die Hutkrempe, die hier am Netz reibt. Das lässt sich dann bei Hutträgern nicht immer ganz vermeiden. So, nämlich die letzten Nächte draußen hatte ich eigentlich immer sehr viel Glück, immer nur sehr wenig Mücken gehabt, weshalb ich dann immer recht froh schlafen gegangen bin, in der Hoffnung, dass mich die Mücken diese Nacht relativ gut in Ruhe lassen werden. Und ich bin auch ein Mensch, ich werde jetzt nicht so furchtbar viel von Mücken gestochen. Es gibt Leute, die werden noch weniger gestochen. Ich würde so sagen, ich bin so irgendwo im Mittelfeld. Deswegen, wenn ein paar Mücken da sind, mache ich mir eigentlich fürs Übernachten draußen keine großen Gedanken um die Viecher. Und wie wir ja wissen, dürfen wir ja nicht zelten im Wald, aber unter freiem Himmel pennen eben schon, zum Beispiel. Und da ist dann halt eben der Knackpunkt beim Pennen unter freiem Himmel, dass sämtliche Kriechviecher, Fliegviecher und sonstige Viecher an einen halt dann durchaus rankommen, wenn sie dann das Bedürfnis haben, das zu tun. So, und bei 99% von denen ist es mir auch vollkommen schnurz, ob sie das tun, dass sie das tun. Es gibt zwei Ausnahmen. Einmal ist die fliegenden Stechenden, weil man dann halt doch nicht der Selbsterhaltungstrieb, ich kann ihn nicht abschalten und wenn es um meinen Kopf rum surrt, dann versuche ich halt doch, zack, ja, dann nehme ich notfalls, wenn es lange genug surrt, auch eine Hand aus dem Schlafsack und mache zack. Und hoffe, das Vieh erwischt zu haben. Aber meistens ist es nicht, auch wenn sie es genauso anhält, als wäre es exakt da, ist es halt doch da oder hier oder dort und so weiter. Und man kriegt es halt doch nicht. Und das heißt, es kann einen wirklich, also zumindest mich, eine Stunde lang des Nachts dann noch wach halten, wenn da eine verdammte Mücke oder gefühlt eine Mücke um einen rumfliegt und immer mal wieder im Ohrbereich auftaucht und macht. Und das ist nervig. Und da habe ich keine Lust mehr drauf. Man kann da zwar mit leben und man kann das Ganze so ein bisschen kompensieren durch, wo liegt's denn? Hier nicht. Durch Mückenspray, ne? Also irgendein Anti-Brumm oder sowas in die Richtung. Das Problem ist, wenn du davon dir nicht richtig viel ins Gesicht klatscht, und darum geht's ja, weil aus dem Schlafsack guckt im Regelfall dann so ein Kopf durchaus noch raus und mindestens ein Gesicht. Und auch Bärtigkeit hilft nur in einem eher überschaubaren Bereich. Da bleibt noch genug Gesicht übrig, wo man dann potenziell verwundbar ist. Ja, und bei mir kommt dann wirklich der Selbsterhaltungstrieb durch. Ich kriege das nicht auf die Reihe, mich ins Gesicht einmal stechen zu lassen, in der Hoffnung, dass es nur eine Mücke ist. Und danach ist die voll und dann fliegt die weiter und dann hat sich das Problem erledigt. Aber vielleicht kommt ja doch noch einer, ne? Deswegen, das kriege ich nicht auf die Reihe. Und das ist nervig. So, und das Nächste ist, was einem passieren kann in schneckenreichen Jahren, je nachdem, wo man unterwegs ist, ist Schnecke. Und Schnecke kriecht dann gerne auf eine Unterlagplane, Schnecke kriecht dann gerne bis hin zum Schlafsack, kriecht einem an der Isomatte rum. Ich habe meine Isomatte jetzt erst relativ lange, relativ umständlich von sämtlichem Schneckenschreiben, den ich in letzter Zeit abbekommen hat, putzen müssen. Das hat bestimmt eine halbe Stunde oder was gedauert, eine halbe Stunde intensives Putzen und Schrubben und so weiter. Und so fort, einfach weil ich mal den ganzen Schneckenschleim weg haben wollte. Eine meiner Zeltunterlegplanen bzw. meine Bodenplanen, die ich halt auch ohne Zelt selbstverständlich meistens ohne Zelt nutze,
auch voll mit Schneckenschleim, das ist irgendwann nicht mehr lustig. Und auch da würde dann da zwar die Schnecke durchaus am Mückennetz, jetzt in diesem Fall möglicherweise auch ein bisschen rumschleimen, aber das kannst du in Waschmaschinen schmeißen, beziehungsweise das weißt du mal in einem Eimer Wasser ein und schmeißt meinetwegen noch ein bisschen Spüli hinterher und dann ist das wieder relativ schnell sauber, das muss man nicht mühsam, oberflächlich groß abkratzen. Und selbst wenn hier noch ein Hauch von Schneckenschleim dran hängen bleibt oder mal eine tote Überreste einer toten Mücke oder sowas. Ich denke, das ist nicht so dramatisch. Also da habe ich jedenfalls weniger Mühe mit, als wenn ich dauernd meine Unterlegplane, meine Isomatte, gegebenenfalls sogar noch meinen Schlafsack von Schneckenschleim befreien muss. So, und wenn es mal viele Mücken hat, dann kannst du ohne ein Zelt bzw. ohne einen Mückenschutz nahezu gar nicht gut draußen übernachten. Und deswegen habe ich mich jetzt doch entschieden, mich mal umzugucken, was der Mückennetzmarkt so zu bieten hat. Alternativen sind auch Schlafsäcke mit integriertem Mückennetz. Da gibt es auf dem Markt meines Wissens zwei militärische Schlafsäcke. Einer davon ist der Carinthia Tropen, den kennen zumindest viele, würde ich jetzt behaupten. Und dann gibt es noch von diversen anderen Herstellern auch aus dem Militärsegment irgendwelche recht warmen Schlafsäcke, die dann halt eben so ein Netz haben. Problem, du musst die Kapuze zumachen und liegst dann halt wirklich auch voll im Schlafsack drin. Das ist im Sommer häufig zu warm. Selbst wenn das ein super, super dünner Schlafsack ist, der im Grunde nur dafür da ist, dich ein bisschen abzudecken, ist mir das immer noch zu warm, die Kapuze so weit zuzumachen. Zweites Problem, man hat das Netz relativ dicht vorm Gesicht. Und wenn du jetzt da liegst und schläfst und hast jetzt das Netz möglicherweise so vorm Gesicht und jetzt kommt die Mücke angeflogen, das ist jetzt die Mücke hier, und setzt sich hier hin, ja, dann sticht die durchs Netz auch durch, wenn das direkten Hautkontakt hat. Jetzt habe ich meinen Hering hier rausgerissen, das Netz hat Heringösen. Und daher, das ist für mich nichts. Und ich mag auch dieses Gefühl nicht, von Mückennetz direkt im Gesicht hängen zu haben, wie man das mit solchen Schlafsäcken teilweise hat. Dann gibt es noch welche, die haben noch ein Gestell. Dann kannst du da noch ein Gestell einbauen, damit das Mückennetz eben nicht ansetzt. Dann hast du aber immer noch das Problem, dass du im geschlossenen Schlafsack liegen musst. Und wirklich, wir reden hier vom Sommer. Da ist es nicht so kalt, da will ich auch mal ein Bein aus dem Schlafsack raushängen können, je nachdem, was das für ein Schlafsack ist. Drum für mich wirklich als einzige Alternative, mal abgesehen dazu, dass Hängematten auch fast immer heutzutage solche in einer Mückennetzvariante erhältlich sind, wo man dann von der Hängematte ausgehend noch nach oben ein Mückennetz abspannen kann. Sieht dann genauso aus wie das, wo ich hier hocke, nur dass es hier auf dem Boden liegt. Ja, das gibt's natürlich auch noch, aber für den Bodenschläfer bietet sich dann tatsächlich letztendlich für einen gewissen Komfort so ein Mückennetz in, hoppla, jetzt ist der andere Hering auch raus, naja, macht nix, in dieser Form an. Das Problem ist, ich habe sie jetzt krumm und schief aufgehängt, weil dieser Wald hier halt gerade nun mal krumm und schief ist. Hier gibt's nichts anderes als krumm und schief und das ist auch durchaus praxisrelevant, weil hin und wieder hat man halt nur krumm und schief und das ist auch keine ebene Fläche, auf der ich jetzt übernachten wollen würde. Ihr seht ja hinter mir hier eine gewisse Hangneigung. Aber zum Pause machen ist das auch durchaus eine Option, weil man hat das Rucki-Zucki, das hat jetzt eine Strippe, ich zeige euch das gleich, eine Strippe, mit der man das irgendwo festmacht, das kann am Baum sein und da hockt man sich halt unter einen Baum und ist mückengeschützt. Das kann, ja, es wird in den meisten Fällen, denke ich, ein Baum sein. Es kann aber auch alternativ die Decke von einem Tarp sein, eine Leine, die man sich zwischen zwei Bäumen nochmal spannt, eine Leine, die man unterm Tarp lang gespannt hat, wenn das Tarp keine Ösen hat, wo man es direkt dran festmachen kann und, je nach Tarpaufbau variiert das ein bisschen. Also so die Hauptanwendung wäre für mich auf jeden Fall unterm Tarp und auch gerade wenn man unterm Tarp dann bei ganz vielen Mücken in Ruhe essen möchte und in Ruhe noch ein bisschen da hocken möchte und seine Ruhe von den Mücken haben möchte, dann ist man vielleicht auch froh, wenn man eben ein bisschen geräumigeres Mückennetz hat, in dem man auch bequem sitzen kann und übrigens auch dann wichtig, eben auch liegen kann, weil hinter euch ist auch noch Mückennetz, ne? Also die Kamera und ich sind hier jetzt komplett drin. Das reicht auch zum Schlafen, um sich komplett abzudecken. Soll heißen, man kann dann auch wieder ein Bein aus dem Schlafsack rausnehmen. Man kann auch komplett ohne Schlafsack pennen und man ist trotzdem vor den Mücken geschützt. So,
Das sind also so die grundsätzlichen Anwendungsbeispiele. Rechtlich gesehen ist das jetzt ein Zelt, weil jetzt ist man ja vollständig umhüllt. Ich sage ja immer bei Tarps, solange man die nicht so aufbaut, dass man sich damit wirklich komplett eingemummelt hat und das Ding vollständig zu ist und vielleicht noch einen Reißverschluss hat und so weiter, ist ein Tarp immer nur ein Dach. Und ein Dach allein macht noch kein Zelt. Insbesondere, wenn man es so aufbaut, dass man rund um 360 Grad noch eine kleine Öffnung hat und unten drunter quasi in alle Richtungen rausgucken kann. Ich finde solche Aufbauten rechtlich gesehen immer am einwandfreisten und mag die auch gerne, weil ich auch gerne in alle Richtungen rausgucken möchte. So, jetzt ist theoretisch dieses Netz, wenn man da dann vollständig drunter hockt und alles schön dicht macht, eine geschlossene Umhüllung, ist das jetzt ein Zelt? Ich würde sagen, nö, weil es halt nicht im Ansatz irgendwie vor den Elementen schützt und eigentlich wirklich bloß vor Mücken. Aber es könnte theoretisch sein, da ja als einzig mögliche Definition eines Zeltes, die im juristischen Waldschläfer-Jargon irgendwie mal definiert worden ist oder zumindest vermutet worden ist, hat sich jetzt über diverse Quellen ausgebreitet, dass das jetzt ganz viele Leute sagen, sobald es sich um eine geschlossene Umhüllung handelt, könnte es ein Zelt sein. Soll heißen, hat man so ein Ding hier dabei und benutzt so ein Ding, um sich vor den Mücken zu schützen, ist man näher dran am Zelt, als ohne so ein Ding. Im Internet, die Maße, die dazu angegeben werden, die klingen erstaunlich geräumig. Ganz so geräumig ist es dann doch nicht. Aber ich zeige euch das jetzt gleich mal von außen. Und hat noch so ein paar kleine Special Features und die zeige ich euch dann auch jetzt gleich mit Handkamera. Und dann haben wir es im Grunde auch schon gezeigt. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wiegt irgendwas um die 160 Gramm, glaube ich. Das gucke ich nochmal nach, beziehungsweise wiege es nochmal nach. Schreibe es euch unten hin. Was es kostet, habe ich schon gesagt. Sowas um die 25 Euro. Also ich bin da tipptopp zufrieden mit. Habe es jetzt noch nicht so oft verwendet. Dachte von den Maßen her, die im Internet stehen, es würden auch zwei Leute drunter passen. Das klingt sehr geräumig. Ich sag mal so, wenn man nur den Oberkörper damit abdecken möchte, wenn man jetzt sagt, man möchte einfach Kopffreiheit haben vor Mücken und zwei Leute legen sich nebeneinander und hauen sich auf den Boden und möchten schlafen und decken sich dann einfach den Kopfbereich vom Schlafsack, wo man dann vielleicht noch die Arme rausnimmt, so bis Brust, so bis hier, also hier bis hier. Das will man abdecken. Das kann man natürlich auch für zwei Personen mit dem Netz machen. Das kann man zur Not auch für drei Personen mit dem Netz sicherlich hinkriegen, dass da zumindest ein gewisser Schutz vor Mücken vorhanden ist. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es ganz ausgeschlossen ist, dass da nicht doch eine irgendwie drunter durchkommt. Aber ja, ne? Aber zum eine Person vollständig abdecken reicht, für zwei Personen vollständig abdecken, also wirklich so als kleines Zeltchen, in Anführungszeichen, ne? Reicht nicht. Wäre, glaube ich, zu hängen. Kann ich mir nicht vorstellen. Jedenfalls nicht in einer echten Geländesituation, so wie hier jetzt. Da gibt es das auch nicht her. Und man hat auch nicht immer einen optimalen Aufhängungsast da, wo man gerade sitzt und so weiter. So, aber jetzt gucken wir uns das nochmal genauer an. Dann haben wir es auch. Ne? Ich muss das ja nicht unnötig in die Länge ziehen, aber ja, ihr kennt mich. Wenn nicht, dann kennt ihr mich jetzt. Ich ziehe Dinge gerne, ich sage es nicht unnötig in die Länge, aber meistens fällt mir noch irgendwas ein, was ich noch loswerden wollte. Ja, und dann geht's länger. So, also hier saß ich jetzt gerade, da steht noch Stativ extra zum Zeigen und ihr könnt sehen, man kann das Ding tatsächlich abspielen, hier ist der kleine Hering und dann haben wir, wenn man das jetzt hier noch ein bisschen straffer spannt, nach da sicherlich noch ein paar mehr Zentimeter, so und dann kommt hier meine Plane und an deren Ende ist sowohl die Plane, die hat kleine Ösen, als auch das Netz hat eben kleine Ösen, beides am Boden festgemacht und das sind so die tatsächlich in der Praxis, denke ich, einigermaßen brauchbare Nutzmaße, wenn man dann eben einen Ast findet, den man einigermaßen an der richtigen Stelle zur Verfügung hat, um das Ding, ne, wo ist er? Doch, das ist er, um das Ding dran zu hängen. Das muss kein stabiler Ast sein, das wiegt ja nichts. In meinem Fall ist das Ding auch schon ziemlich morsch, wo ich das jetzt dran gehängt habe. Und einfach mal zum Vergleich, die Plane hier, die ist, glaube ich, 2 Meter 10 mal 90 cm, irgendwie sowas. Theoretisch, wenn man sie es dann schafft, wirklich komplett auszubreiten, in der Praxis eher schwierig. Aber darauf kann man durchaus schlafen. Ja? Also,
die reicht für eine Person als Schlafplatz. Und diesen eine Personenschlafsack kann man dann mit diesem Netz also auch durchaus überspannen, aber eben nicht viel mehr. Ja, man kann natürlich das ganze Netz auch tiefer hängen, dann hat man natürlich mehr Fläche am Boden, aber man hat auch weniger Kopffreiheit und ich möchte mich schon gerne auch mal aufsetzen können des Nachts, wenn ich irgendwas suche, wenn ich einen Schluck trinken möchte oder wenn ich nachts halt raus möchte, ohne gleich im Netz zu hängen. Deswegen ist mir eine gewisse Kopffreiheit mir persönlich wichtig. Wie gesagt, wenn du es tiefer hängen hast, dann hast du auch mehr Platz am Boden. Also nur, dass das jetzt nochmal kurz gesagt worden ist für diejenigen, die das jetzt gleich anmerken werden. So ist es gerade für mich gerade hoch genug zum noch bequem setzen, so wie es jetzt hängt, und deswegen hängt es auch so, wie es jetzt hängt. So, und wenn man sich jetzt im unebenen Gelände befindet, dann so wie hier, ne, also da hinten ist etwas höher als hier, dann steht hier ein bisschen über. Seht ihr? Da kann man sehen, also hier ist noch Platz unterm Netz. Da wären jetzt also die Mücken theoretisch drunter durchgekommen. Man hätte also jetzt das Ganze noch ein bisschen näher an den Boden spannen müssen. Und in der Gebrauchsanweisung steht, man kann das Netz auch unter die Isomatte schieben, je nachdem, was für eine Isomatte man hat. Angenommen, man hätte jetzt eine Isomatte genau auf diesem Format, dann kann man da sicherlich das Netz prima noch ein bisschen drunter schieben und ist dann super geschützt. Eine Frage, die häufiger im Internet dazu gestellt wurde, ist, wie kommt man denn da jetzt wieder raus, wenn man aufs Klo muss? Ja, du kriegst unter durch. Das hat halt keinen Reißverschluss. Dafür spart man eben entsprechend Gewicht. Und das finde ich auch durchaus sinnvoll. Außerdem die kleinen Heringe, die mitgeliefert sind. Zack. Dieser hier, ne, das sind so ganz einfache. Ups, solche hier, ja, also nichts nichts unglaublich Spannendes, nichts unglaublich Tolles, und die biegen sich halt ganz gerne dann mal so zur Seite und dann rutscht das da auch schon weg, weil es wirklich nur mit hoppla, dieser kleinen Lasche hier entsprechend festgemacht werden kann. Ja, im festgemachten Zustand kann man schön sehen, da hängt noch Material über, also das Läschelchen zum Abstecken mit dem Hering am Boden, das ist eben nicht am äußersten Ende, sondern da ist noch Material übrig, und das Material ist halt dann eben dafür da, dass das Ding am Boden ein bisschen flächig aufliegt und nicht einfach direkt am Boden sofort aufhört, dann wäre die Chance, dass da irgendwelches Viehzeug drunter durchkommt, doch noch relativ hoch. Stattdessen ist da also noch übrig Material, das kann man hier schön an dieser Naht sehen. Die ist eigentlich das, was auf dem Boden aufliegen sollte, und alles Netz darunter ist sozusagen noch Bonusnetz. Sieht man auch da drüben ganz schön. Und die Heringe sind übrigens im Lieferumfang enthalten. Ne, nicht, dass das jetzt was super Tolles wäre, aber immerhin. Ne, man kann natürlich auch Stöckchen nehmen, wenn man die nicht mitschleppen möchte. Und tolle Idee, die Heringe auf der Vorderseite, sage ich jetzt mal, also da, wo sich auch die Aufhängvorrichtung befindet, die sind blau, also die Ösen für die Heringe. Und auf der langen Seite, wo die Füße dann hinkommen im Idealfall, da sind sie rot. Das ist so ein kleines Detail, aber finde ich wirklich hilfreich, weil wenn man das Netz jetzt als Klumpen in der Hand hat und gerade dabei ist, es aufzuspannen oder damit hantiert, dann weiß man oft nicht, wo ist jetzt oben, wo ist jetzt unten. Und wenn man sich merkt, blau ist vorne, rot ist hinten, da ist einem schon sehr geholfen. So, dann ist hier noch dieses Häublein. Keine Ahnung, warum da unbedingt so ein Häublein sein muss, aber das ist jedenfalls vorhanden. Und an dem Häublein hängt die mitgelieferte Schnur. So, und die habe ich jetzt hier am Ast fast gemacht, und sie hat auch noch so einen kleinen Karabinerhaken in Anführungszeichen, wenn man das direkt an der Zeltleine festmachen möchte, und so einen Schnellspanner oder wie auch immer die heißen, diese Dinger, wo man dann eben die Länge der Strippe auch wunderbar sehr schnell regulieren kann. So, und das war's. Geliefert wird das Ganze noch in einem Packsack, den habe ich jetzt gerade nicht griffbereit. Ich denke, so interessant ist der auch nicht, und ich zeige es euch mal von weiter weg. So, diesmal von oben, und ja, das ist es im Grunde, ne? Ich hätte noch einen Tarp dabei gehabt, denn für den Fall, dass es jetzt doch regnet, es sah so ein bisschen unstabil aus, das Wetter, dann hätte ich jetzt noch einen Tarp drüber gehängt. Aber ich denke, man kann sich es auch so vorstellen, wie das aussieht. Wenn noch ein Tarp drüber hängt, dann hängt halt noch ein Tarp drüber. Ne? Also das ist sicherlich nichts, was noch nie jemand gesehen hat. Bin ich also wirklich grundauf sehr zufrieden mit dem Teil. Aber vielleicht noch ein letztes, die Maschengröße. Es gibt ganz kleine Mini-Fliegen,
die beißen können. Midges in Schottland zum Beispiel, die möglicherweise, je nachdem wie dick sie jetzt individuell jeweils sind, durch die Löcher durchpassen. Also die Löcher sind schon recht klein, aber sie sind nicht so fein, dass da wirklich gar nichts durchgeht. Das heißt, das ist jetzt eher ein ja für Moskito geprägtes Gebiet gedacht und jetzt weniger für Regionen, wo man wirklich noch die ganz, ganz kleinen richtigen Arschlochviecher hat. Ja, und das soll es für meine Verhältnisse dann auch schon gewesen sein. Also ein vergleichsweise kurzes Video. Ich verlinke absichtlich nicht aufs Produkt, dann müsste ich Werbung drunter schreiben. Dadurch, dass ich jetzt aber wirklich gar nicht darauf hinweise, wo man das käuflich erwerben kann, das könnt ihr selber zusammengoogeln, muss ich nicht Werbung drunter schreiben. Und tatsächlich ist die Rechtslage da diesbezüglich inzwischen recht eindeutig geworden, wenn keine Kooperation zwischen Hersteller oder Händler und demjenigen, der zum Produkt was erzählt, besteht, dann muss man es auch nicht als Werbung kennzeichnen, ist ab diesem Jahr relativ eindeutig juristisch-rechtlich geregelt. Daher, ne, nur falls sich jetzt wieder jemand entsprechend in den Kommentaren aufregen will, dass ich nicht Werbevideo hingeschrieben habe. Und ich habe es selber gekauft, selber bezahlt, vollständig. Ne? So, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.